Liebe Angler und Wassersportler, wir sind auf der Angelwelt in Berlin 2023. Neben mir steht Christoph von der Firma Polestar und stellt uns ein paar Neuerungen der ja, bisher gut laufenden Angel-Kajak-Serie. Ja, auch von mir. Hallo, liebe Zuschauer. Neu bei uns in 2024. Wir haben unsere Pedalantriebe, unsere Pole Drives an allen Kajakmodellen ein kleines bisschen ja, überarbeitet. Wir geben jetzt 5 Jahre Garantie. Sie sind ein bisschen leichtgängiger und ja, so ein paar kleine Änderungen ergeben manchmal Großes tatsächlich. Optional kann man alle Kajaks bei uns im nächsten Jahr auch mit einem drehbaren Sitz ausstatten. Wir haben eine neue Steuerdisk, also einen neuen Lenkteller, der ab 2024, ich zeige den euch noch nicht so ganz genau, das ist nämlich noch ein Prototyp, der ab 2024 auch serienmäßig an unseren Kajaks zu finden sein wird. Damit habt ihr einen größeren Lenkeinschlag, ihr seid ein bisschen flexibler, das Ganze ist ein bisschen sicherer, das System, und funktioniert dann eben ohne Stahlseil. Für unser 10.8er haben wir eine Plattform entwickelt, auf der man jegliche Form von Bugmotoren montieren kann. Das kann man hier an dem Kajak sich auch ganz gut angucken. Ja, und ist auch nicht mehr neu, aber seit diesem Jahr, seit 2023, sind wir Europa-Importeur für die Landing Gears, die Fahrwerke von der Firma Boondocks aus den USA, und mittlerweile 90-95% der Kajaks, die wir verkaufen oder die unsere Händler verkaufen, gehen mit so einem Landing Gear über den Tisch, denn das ist mittlerweile eigentlich ersatzlos. Also so ein Kajakwagen für die Lenzlöcher, das will heute keiner mehr haben. Die Kajakwagen zum Unterschnallen funktionieren bei derart breiten Kajaks manchmal besser, manchmal schlechter. Auch ein bisschen tagesformabhängig tatsächlich, aber so ein Landing Gear meiner Meinung nach absolut ersatzlos. Ja, wunderbar. Und wir werden natürlich auch 2024 ein Probekajak da haben. Kommt vorbei, schaut es euch an, fahrt Probe und wir erklären und beraten euch sehr gerne über die verschiedenen Größen, über Zubehör, Echolote und Motoren, was man alles dazu braucht und haben kann. Ja, und die Sitze haben alle eine Tasche, ja, quasi. Ja, genau. Genau. Die Sitze ab 2024 haben ein sogenanntes Backpack. Also die haben tatsächlich eine Tasche hinten an der Rückenlehne rückseits angesetzt, sodass man da nochmal extra Staufläche, extra Stauraum hat. Gut, und jetzt schauen wir uns das nagelneue, aufblasbare Kajak von Polestar an. Jetzt stehen wir vor der Neuheit 2024, dem Freedom Air, dem komplett aufblasbaren Angelkajak mit Pedalantrieb. Christoph, erklär uns mal, was die Besonderheiten sind. Ja, Besonderheit natürlich. Es gibt für keinen, der sagt, ah, Angelkajak interessiere ich mich für, aber ich habe keinen Platz. Da gibt es jetzt keine Entschuldigung mehr. Ne? Also man sieht da den Sack, das ist das Packmaß. Ne? Also man muss irgendwie einen etwas größeren Reisekoffer Platz haben, um das Kajak zu lagern und um es auch mit ans Wasser zu kriegen. Ja, dann am Wasser wird aufgeblasen und dann seid ihr damit relativ schnell und zügig einsatzbereit. Das ist ein 3-Kammer-System. Ne? Ihr habt einmal in der Mitte die große Kammer, das ist im Drop-Stitch-Verfahren wie bei einem SUP, und dann die beiden Schlauchbootkammern. Super stabil das Ding, im Stehen überhaupt kein Thema, da im Stehen von zu angeln ist super wendig aufgrund der Steueranlage. Bei einer Länge von, ich glaube, 3,30 Meter, 3,35 Meter und knapp 1,15 Meter Breite kann man sich ausmalen, wie stabil das im Wasser liegt und steht. Ne? Einen erhöhten Sitz, damit man eben auch eine bequeme Tretposition hat. Also nichts ist unangenehmer, als bei einem Angelkajak nach oben treten zu müssen. Ja, da ist der Sitz eben auch in der Höhe angepasst. Kommt als Komplettpaket eben mit Reisetasche, mit Pumpe, mit allem, was man irgendwie dazu braucht, um damit loslegen zu können. Und natürlich auch hier optional Routenhalter, Echolot und Co. Montierbar, allerdings nicht wie bei unseren anderen Modellen auf einem Schienensystem, sondern hier muss man eben wie beim Bellyboot mit Klebepads arbeiten und dann
kann man sich auch hier ein voll ausgestattetes Kajak draus machen. Vom Lieferumfang sehe ich schon die Pumpe, ein Paddel, natürlich den Sitz, Lenkung, wunderbar links neben dem Sitz direkt steuerbar, nah dran. Die könnte man sich übrigens auch, man kriegt als Kajakhersteller, Verkäufer immer mal wieder die Frage, was ist denn, ich will die Steuerung auf der anderen Seite haben. Das könnte man hier tatsächlich einfach umbauen, dass man die Steuerung eben rechts hat. Was wiegt das gute Stück, wenn man das eben halt zum Wasser tragen muss oder halt hin und her? Also das Transportgewicht in dem Sack, der allerdings auch nochmal auf Rollen ist, liegt knapp unter 20 Kilo. Wenn man es dann komplett aufgebaut hat mit Propellerantrieb, mit dem Sitz. Der Sitz ist übrigens in der Extratasche mit dem Antrieb. Das käme auch noch dazu, das habe ich gerade vergessen. Da liegt man so ungefähr bei 40 Kilo. Aber das, also es hört sich schwerer an, als es am Ende tatsächlich ist. Ne? Man kriegt es easy alleine bewegt. Und man muss nicht Anhänger oder sonst etwas bemühen, wie bei den anderen Angelkajaks. Also es ist quasi ein größeres Bellyboot vom Transport her. Ne? Ja, klar. Ja, wunderbar. Der Antrieb ist der wie bei den übrigen Kajaks mit 5 Jahren Garantie? Okay, ja, auch. Der Antrieb 5 Jahre wie bei den anderen auch. Das Boot selbst 2 Jahre Garantie. Okay. Ja, wunderbar. Dann bedanken wir uns recht herzlich. Und ich danke. Ja, und schauen ein bisschen weiter. Viel Spaß.